Willkommen, liebe Leute, zurück zu The Order 1886. Wir machen jetzt weiter. Kann ich hier mal von der Deckung weg? Wieso kann ich hier nicht von der Deckung? Wieso kann ich nicht von der Deckung weggehen? Ich muss hier wahrscheinlich erstmal alle umbringen hier. Oder? Jetzt mal ohne Witz. Vorrücken! Bam. Ich gebe Deckung! What? Dann ziehen Sie den Kopf ein! Nehmen. Boah, wie ich den weggesniped hab. Sniper Killer One ist am Start. Getroffen. Los! Ich gebe Deckung! Boah, okay, den ist. Hätte ich nicht erwartet, dass ich den treffe. Ah, Mist. Voll in Schniedel. Yes, so. Ich bin durch. Ich gehe in die Gießerei. Okay, kann man hier rein? Nee, kann man nicht. So. Okay, Leute. Wir können auf jeden Fall easy weitermachen hier mit Lakshmi oder wie die heißt. Vergessen wir den Namen von ihr. Hinter Ihnen! Nein! Boah, hat er mich abgestochen. Das ging schnell. Den Quick Time Event habe ich gut verkackt. Okay, Kreistaste drücken. Hinter Ihnen! Ich bin dabei. Lauf doch! Granate! So viel zum friedlichen Vorgehen. Verdammt, mir ist nicht nach Scherzen! Sie sprachen von Beweisen. Wo sind sie? Geduld, Ritter. Wir sind fast da. Suchen wir einen Weg hier raus. Das stimmt. Hier können wir nicht lang bleiben. Hier drüben. So schnell geht's ihm besser. Das geile Wunderwasser. Da liegt was. Was ist das hier? Die Vereintes Indien Company versucht auf dem neuen Kontinent Fuß zu fassen. Okay. Hier liegt aber sonst nichts mehr. Hier haben wir noch was. Der Flaschenzug könnte noch funktionieren. Müsste nah genug sein. Das mache ich. Sie gehen darauf. Ach, super. Warum auch nicht? Ich denke, von hier erreiche ich den Flaschenzug. Ja. Hier ist aber nichts mehr, oder? Nö. Nö, natürlich nicht. Okay, ich spring rüber. Ich bediene die Kette.
Warum sollte auch sie das filigrane Klettern machen, weißt du, und wir das anstrengen, ne, als Kerl? Kommen Sie auf die andere Seite. Aber, naja, passt schon. Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen, Mann. Na, dann spring mal. Telegramm vom neuen Kontinent. 12. Mai 1884. Heute ist der 42. Tag unserer Reise durch den neuen Kontinent. Sir Stanley scheint die Reise beenden und in sein geliebtes Afrika zurückkehren zu wollen. Seit dem letzten Mal hat sich viel verändert. Die Wilden in diesem Land scheinen zahmer und besser erzogen zu sein als seinerzeit. Mit Wilde meine ich aber nicht die Ureinwohner dieses seltsamen Landes. Diese sind ein wunderbares Volk. Die Wilden, von denen ich spreche, sind die schießwütigen Irren in den Städten dieses großartigen Kontinents. Viele haben den alten Zeiten abgeschworen und fristen ein zivilisierteres Dasein. Wir sind unterwegs in den Staat Nevada. Eine Wüste, soweit das Auge sehen kann. Und unser Weg an die amerikanische Westküste. Meine Aufregung und Vorfreude sind kaum zu bremsen. Kalifornien ist nur 3 Tage entfernt. Okay. Ritter, hier drüben. Ich zähle bis 3. 1, 2. Achtung! Verriegelt die Tür! Lass sie nicht raus! Hey! Was soll der Scheiß denn, dass du mich schon anballerst? Ich noch gar nichts machen kann. Ja, Mann. Unter starkem Beschuss. Na komm, zeig dich! Bam! Ziel erledigt! Gar kein Problem hier. Den hol ich auch nochmal weg. Alles klar. Das Erste. Was ist das? Ist bestimmt diese Maschinenpistole? Nee, die will ich nicht. Die gefällt mir nicht so. Verschwinden wir von hier. Scheiße, Mann. Die ist leer. Dann muss ich die wohl nehmen. Weil ich bei der Schrotflinte oder? Nee. Hier kommen wir durch. Devi, schon gut. Du kannst frei sprechen. Devi, weiter! Es ist genau wie auf dem Luftschiff, Rani. Die Fracht ist für Amerika und Westindien bestimmt. Wie viele? Die Ladung wurde mehr als verdoppelt. Sie machen wohl verlorene Zeit gut. Die Lieferung darf den neuen Kontinent nicht erreichen. Da ist noch was. Die Wachen sind alarmiert. Sein Name wurde erwähnt. Sie arrangieren ein Treffen. Vielleicht haben wir doch Glück. Wessen Name war das? Einer eurer werten Lords. Wenn er für ein Treffen hierher kommt, sehen Sie es mit eigenen Augen.
weiß gar nichts. Lord Hastings ist Kämmerer und ein Peer. Er ist häufig in unserem Rat. Ja, eingeweiht in die Operation des Ordens. So ein Glück für ihn. Sie erfinden Verschwörungen, wo es keine gibt. Sehen Sie sich die Ladung an. Ich fantasiere nicht. Rani. Gab Goos Baby Schwasse. Wegen Agedahe. Kesamartike Pathoke. Tovosa Rorsuniga. Agarusne Nemat Namito. Dann kümmern wir uns um ihn. Welche Wissenschaft? Ich überrasche Sie erneut, Ritter. Die berühmte Kriegerkönigin, die gegen unsere Armee in Indien kämpfte. Unsere Generäle haben ihren Tod in Gwalior vermeldet. Ich habe immer davon gesprochen. Darf ich mich ganz kurz mal umschauen? Hallo? Meine letzte Reise nach Ostindien ist schon eine Weile her. Na, denk mal nach. Es gilt Alarmbereitschaft und der Befehl lautet, bei Sichtkontakt schießen. Tja. Aber das haben wir ja schon geklärt, dass es irgendwie fast gar nichts bringt, eigentlich die Sache zu untersuchen. Ich nehme die Tür. Ritter, sehen Sie sich das mal an. Oh, was haben wir denn? Schiff in der Flotte der Kompanie. Schick, schick. Auf jeden Fall. Schönes Modell. Da. Die Lieferung wird verladen. Diese üble Fracht darf diesen Ort niemals verlassen. Beeilung. Zum Ausgang geht's hier lang. Wenn mein Kompaniekorps, weil die Bezahlung besser ist, ist das Risiko geringer. Und? Ja, es ist nicht. Also schon mehr Geld, aber ich habe nicht mit so viel Ärger gerechnet. Rani, da sind zu viele Wachen. Nichts, was es noch nicht gegeben hätte. Es wäre besser, Verstärkung zu rufen. Noch nicht. Erst wenn wir die Lieferung gefunden haben. Und wenn wir sie finden, was sollen wir dann tun? Wir kümmern uns dann entsprechend darum. Fürs Erste müssen wir vorsichtig sein. Ja, Ryan. Gibt es eigentlich einen Grund, warum hier alle Türen sich gleich öffnen lassen? Hat da jemand irgendwie nicht überlegt, bevor er es entwickelt hat, das Schlosssystem? Ja, funktioniert der Apparat? Ja, gut, ich weiß, aber wir... Ja, okay. Da reinsprechen. Okay, na gut. Wo ist meine Sprechstimme? Gut. 13. Oktober 1886, Lagerinspektor 1047, Ausweisnummer S387J. Blackwall Werft, abschließendes Inventar der Sekundärfracht, Luftschiff Agamemnon, genau. Heckkennzeichen GFAXX, Flug nach Lakehurst, New Jersey, am 15. Oktober 1886. Alle Container sind aufgeführt. 425 Kisten, 396 markiert. Die Fracht ist meist intakt, versiegelt und weist keine Gebrauchsspuren auf. 16 Behälter wurden jedoch als beschädigt und unsicher für die Reise eingestuft. Auf zentralen Befehl hin werden sie und die Ladung darin zerstört. Die Verteilung der Fracht nach der Ankunft und die weitere Beförderung der Güter unterliegen der Aufsicht eines hochrangigen Offiziers an Bord.
Lagerinspektor 1047. Bestätigt die Verifizierung der Frachtpapiere. Bereit für den Transport an Bord des Luftschiffs. Okay. Also manche Archivaufnahmen sind ja ganz interessant, wa? Aber das jetzt hier zum Beispiel, das war todeslangweilig.